So, herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Programmierung. Moment, ich mache noch das Pultmikrofon an. Nee, nicht mehr stumm oder so. Wunderbar, okay. Ich nehme heute die Vorlesung mit zwei Mechanismen auf, mit dem Snagit-Tool und mit dem Camtasia. Eins von den beiden funktioniert dann hoffentlich. Dafür muss ich das zweite auch noch starten. Das dauert noch eine Sekunde. Eins, zwei, drei. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und dann werde ich die Begrüßung nochmal wiederholen, damit es auf beides so. Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die Programmierung, Wintersemester 2014-2015. Wir sind schon im Januar und es müsste so die 12. Vorlesung sein oder vielleicht die 13. Wenn wir richtig kalkuliert haben, haben wir noch diese Vorlesung plus zwei oder drei weitere. Und wir werden in der Zeit im größten Teil die Dinge nochmal rekapitulieren und vertiefen, die wir schon gelernt haben. Und es steht jetzt im Wesentlichen noch zwei Dinge an, die wir noch behandeln könnten oder sollten. Und wir werden uns heute insbesondere mit dem Lesen von Daten aus Dateien beschäftigen. Und wenn wir es schaffen, vielleicht sogar noch mit dem Schreiben von Daten in Dateien. Dateien und Handling von Dateien ist, naja, einfach ein eigener Teil der Programmiersprache. Und da gibt es viele blöde Details und viele Bibliotheks Befehle, die wir noch kennen wollen, lernen müssen, so wie der Rectangle-Befehl und die Ellipse und solche Sachen, die wir kennengelernt haben, kommt da jetzt nochmal so ein Schwung dazu. Wenn wir das noch schaffen, und ich glaube, wir kommen durchaus dazu, werden wir danach in den nächsten Wochen vielleicht auch nochmal verzeigerte Datenstrukturen behandeln. Ich hatte irgendwie mit meinen Mitarbeitern besprochen, dass wir das nicht mehr schaffen, aber ich glaube, wir schaffen das doch noch. Als ich die Vorlesung hier vorbereitet habe, erschien es mir relativ natürlich, dass man das doch auch noch behandeln muss. Am Ende eines langen Tages bereitet diese Vorlesung auf die Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen im nächsten Semester vor. Und in der Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen werdet ihr euch intensiv mit Arrays und dem Sortieren der Inhalte von Arrays befassen. Das ist so das erste Hälfte der Vorlesung fast. Das kann man auf erschütternd viele Arten tun. So ungefähr nach dem 10. Sortieralgorithmus fängt man an, um Gnade zu winden und zu sagen, es reicht jetzt, und dann kommen noch mal so viele. Und wenn man mit den Arrays und dem Sortieren dann so richtig den Kaffee voll hat, dann fängt man an, das Gleiche mit dynamischen Datenstrukturen zu machen und höhenbalancierten Bäumen und sowas. Und dann kommt nochmal der gleiche Kram in doppelter Ausfertigung. Und tatsächlich ist das wichtig. Man hält das nicht für möglich und irgendwie denkt man, das machen die nur, um einen zu quälen. Aber in der Tat sind Algorithmen und Datenstrukturen die grundlegenden Dinge, die wir in der Informatik entwickelt haben und die man wirklich mal nachvollzogen haben muss und braucht. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man im Zuge der Behandlung dieser Verfahren ein Gefühl für das Laufzeitverhalten seines Programms bekommt und für ja, Laufzeitkomplexität. Also wann ein Programm bei einer großen Datenmenge plötzlich anfängt, sich komisch zu verhalten und warum das passiert. Okay, deswegen macht es Sinn, dass wir uns auch hier schon mal kurz mit verzweigerten Objektstrukturen beschäftigen. Wahrscheinlich machen wir irgendwie so einen Verwandtschaftsbaum oder irgendwie was aus dem realen Leben, müssen wir mal gucken, damit das nicht so abstrakt ist. Okay, heute wollen wir Dateien erstmal machen. Denkt an den Zehn-Finger-Schreibtrainer und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Okay, dafür brauchen wir relativ wenig Folien, sondern wir machen das einfach auf der nackten Wiese und fangen an, wie immer, wenn wir jetzt irgendwie ein neues Projekt anfangen, indem wir in Eclipse auch ein wirklich neues Projekt anlegen. Na, also so wie ihr das für die Hausaufgabe auch machen sollt. Das heißt, ich mache jetzt hier ein neues
Project, Java Project, und da gab es ja diese fröhliche Konvention, dass wir das Einführung in die Programmierung 14.15 nennen wollen, Underscore Hausaufgabe 12, weil es jetzt so schön passt, Underscore erst die Hausaufgabennummer und dann die Matrikelnummer, wie dem auch sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatte ich das letztes Mal genannt. Wunderhübsch. Ja, ist ja gut. Wird schon ungefähr passen. So, dann brauchen wir den lib-Ordner und da drin dieses core.jar. Dann mache ich mal Ctrl-C, Copy. Hey. Auf dem ganzen Ordner und tue das in diesen neuen Ordner hier rein. Ctrl-V. Das funktioniert. Bin völlig begeistert. Und dann müssen wir sagen, hey, das soll bitte beim Kompilieren mitbenutzt werden oder zum Buildpath hinzugefügt werden. Dann haben wir unsere Bibliotheken am Start. Und dann können wir sagen, mit Ctrl-N machen wir mal eine neue Klasse. Die sollte in ein Package. Da gab es auch eine fröhliche Konvention, DEUKS. Jetzt haben wir, glaube ich, mal die Matrikelnummer nach vorne genommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist kein gültiger Name. Da musst du mal ein kleines M davor. Namen, auch so Teilnamen von Directories oder Packages, dürfen in Java nicht mit einer Ziffer beginnen. Der kann das nicht von einer Zahl unterscheiden, das macht ihn nervös. Und dann irgendwie Hausaufgabe 12 offensichtlich. Und ja, soll reichen. Ja, wunderhübsch. Die Klasse, die wir bauen wollen, wird eine Inventarberechnung machen und Statistiken erstellen. Deswegen nenne ich die jetzt einfach mal Inventar. Okay. So, die Idee ist, wir wollen Datensätze aus einer Textdatei einlesen. Das ist so der Standardfall. Das wird euch, wenn ihr einen Hiwi-Job bei den Elektrotechnikern macht, vielleicht mal passieren, dass ihr irgendwoher Datensätze einliest. Man kann Datensätze auch aus einer relationalen Datenbank einlesen. Dafür sollte man aber erstmal die Vorlesung für relationale Datenbanken gehört haben. Die habt ihr, glaube ich, auch im zweiten, dritten Semester irgendwann. Das kommt noch. Wir fangen jetzt mal mit der Datenbank des kleinen Mannes an. Und das ist Excel. Ja, also sehr, sehr viele Leute erfassen tabellenartige Daten mit Excel. Und ich habe das mal vorbereitet. Jetzt muss ich nur mein Excel finden. Excel ist natürlich nur ein mögliches Spreadsheet-Programm, da kann man jedes andere nehmen. Muss man mal gucken. So, ich habe hier eine Datei vorbereitet, die ich hoffentlich wiederfinde. Ja, ich nehme mal die. Da steht hier so eine Überschrift drin, kann ich das irgendwie vergrößern? Da steht hier in der obersten Zeile typischerweise irgendwie eine Überschrift. Manchmal steht eine Gesamtüberschrift und dann auch Spaltenüberschriften. Und dann habe ich jetzt hier eine Reihe von Datensätzen. Eine Zeile in Excel ist typischerweise dann, oder eine Tabellenzeile, ein Datensatz. Da steht, was ich beschafft habe, Laptops an dieser Stelle, oder was ich in meinem Bestand habe. Wir müssen immer Inventarlisten jetzt machen, das wird so viel geklaut bei uns. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt noch da haben. Drei Laptops, das Stück für 500 Euro, das war mal ein günstiges Schnäppchen. PCs, zwei Stück für 400 Euro das Stück. Monitore, 10 Stück, der Trend geht zum Zweitmonitor, das Stück für 333 Euro. Und unsere gute Kaffeemaschine, davon haben wir aber nur eine, für 555 Euro oder was immer die gekostet hat. Ich glaube, die war sogar teurer. So, und so viele mehr. Ne? Beliebig viele von diesen Datensätzen. So könnte eine Inventurliste aufgebaut sein. Das kann man machen. Okay, wenn man so eine Datei mit Excel erstellt, ist die typischerweise in so einem Excel-spezifischen Binärformat, das nur Excel lesen kann und vielleicht noch OpenOffice. Wenn man so eine Datei öffnen möchte, dann hat man aus einem Java-Programm raus, hat man erstmal ein mittelgroßes Problem. Also dann kriegt man irgendwelchen Bytesalat, mit dem man nicht viel anfangen kann. Es gibt Java-Bibliotheken, POI heißen die, P-O-I, irgendwo muss man googeln.
die können das, die können Excel-Format lesen, solange bis Bill Gates das wieder ändert. Das macht er regelmäßig, um die Leute zu ärgern und um den Technologievorsprung von Excel oder das Alleinstellungsmerkmal, dass es inkompatibel zu allem anderen ist, zu behalten. Jetzt möchte man manchmal aber auch solche Dateien, die man mit Excel erstellt hat, mit anderen Menschen tauschen oder mit anderen Programmen tauschen, in eine relationale Datenbank einpflegen oder solche Dinge mehr. Deswegen gibt es ein Kompatibilitätsformat und das ist die sogenannte komma-separierte Liste oder komma-separated Value oder CSV-Datei. Das steht hier oben auch. Das heißt, man kann eine Excel-Datei mit Speichern unter in verschiedenen Formaten speichern, ungefähr diese hier. Kann man das lesen? Wunderbar. Und eines dieser vielen Formate, das normale ist irgendwie jetzt XLSX, und eines dieser vielen Formate ist CSV, Trennzeichen getrennte Datei. Das nehmen wir jetzt mal und speichern das ab. Dann nörgelt da rum, boah, du hast eventuell in deiner Tabelle so Berechnungsformeln, die kann ich aber in so einem Dateiformat gar nicht abspeichern, die gehen jetzt verloren, nur noch die Werte sind da drin. Ja, das ist exakt das, was ich möchte. Halt die Klappe. Na? Oh je, oh je, oh je, oh je. Immer auf Ja klicken, passt schon. So, jetzt haben wir eine CSV-Datei geschrieben. Und wir gucken uns die mal mit einem normalen textbasierten Editor an. Dafür muss ich sie nur wiederfinden. Ah, die habe ich in mein normales Verzeichnis. Ah, das können wir in Eclipse tun. Hallo, Computer? Eclipse, wo bist du? Ein Königreich für einen Eclipse. Jetzt glaube ich, rächt es sich, dass ich so viele Screen-Recording-Programme gerade laufen habe. Jetzt kommen die anderen Sachen hier nicht mehr zum Laufen. Mit ein bisschen Glück gibt es hier eine Datei. Nein, hier nicht. Aber hier. Ha. Inventarliste.csv. Das ist exakt die Datei, die ich hier brauche. Ich mache mal Ctrl-C da drauf und Ctrl-V und übertrage die in mein normales Projekt. Wunderbar, jetzt ist die hier. Da sagt er schon, oh, normalerweise würdest du die jetzt mit Excel öffnen wollen und ich mache die jetzt mal Open with Texteditor. Das ist der Texteditor, der in Eclipse einfach so drin ist. Und mit ein bisschen Glück wird das mit Ctrl Plus hier größer und dann kann man sehen, was er daraus gemacht hat. Wenn ich das als kommaseparierte Liste speichere, ist der Default, dass der zeilenweise diese Tabelle in Textzeilen rausschreibt und die einzelnen Tabellenzellen mit einem Semikolon trennt. Nicht mit einem Komma, sondern mit einem Semikolon. Warum das kommasepariert heißt, weiß ich nicht genau. Das kann man prinzipiell einstellen, aber ich weiß nicht wo. Das heißt, das ist das Default-Verhalten, wie man das macht. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine erste Zeile, da steht diese Überschrift drin und danach kommen zwei leere Zellen. Was ich daran erkenne, dass hier so ein Semikolon kommt, dann ist hier die erste leere Zelle, noch ein Semikolon und dahinter dann wieder eine leere Zelle. Dann kommt Laptops, Entschuldigung, dann kommt hier dieses Laptops, drei Stück, 500 €. Na? Und so weiter und so weiter. Man achte darauf, dass hier die Nachkommastellen durch einen wirklichen Komma separiert sind und dass hier so ein seltsames, komisches Symbol steht, das kein Mensch lesen kann. Das ist jetzt mal in diesem Moment gerade Absicht. Das liegt am Character Encoding, da sage ich gleich was zu. Das gleiche passiert hier, Kaffeemaschine Deluxe. Ist jetzt eben auch mal gerade ein bisschen blöd. Da ist uns das Ü verloren gegangen. Das habe ich extra da reingemacht, damit wir dieses Problem hier mal sehen. So, jetzt war das hier die alte Excel-Tabelle. Das schließen wir mal. Nicht speichern. Einfach weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir aus dem raus hier die neue. Ich habe ja eine Kopie gemacht. Ich möchte jetzt auf diese Kopie verändern, damit wir mal sehen, was da eigentlich passiert. System Editor.
weiß nicht, was passiert, wenn ich System Editor mache. Ich glaube, das war's. Das müsste es ungefähr gewesen sein. Gucken wir gleich mal. Das ein bisschen größer. Das ein bisschen größer. Also in unserer Originaltabelle steht hier Euro. In unserer Textdatei steht da so ein komisches Sondersymbol. Der Unterschied zwischen dieser Textdatei und dem Original Excel ist, dass das hier eben schöner layoutet ist, dass die einzelnen Spalten eine bestimmte Breite haben, dass die Einträge in den Spalten rechtsbündig stehen können und so weiter und so weiter. Dieses Semikolon-basierte Format funktioniert eigentlich super, solange nicht irgendeiner auf die Idee kommt, in diese Texte Semikolon zu machen. Na? Sieht man sofort ein, das ist ein mittelgroßes Problem. Mal ausprobieren, was er da tut. Trickit. Show me. Oder irgendwie so. Und das ist irgendwie 1 und was weiß ich, 42 Euro natürlich. Ne? So, speichern. Dann sagt er wieder, oh, wichtige Informationen geht verloren, bla bla. Da. Das ist passiert. Der hat festgestellt, dass in einer so einer Datenzelle was enthalten ist, was das, die Struktur dieser Datei kaputt macht. Und dann macht er Hochkommata da drum und sagt, okay, dieses ganze String mit Hochkommata eingeschlossen ist eine Datenzelle und nicht irgendwie zwei. Ne, weil er sonst dieses Semikolon ja hier zum Trennen der Datenzellen nimmt. Das ist ja spannend. Da macht er den Hochkommata rum. Na, da wollen wir nochmal gucken. Ne? Was machst du denn da? Wenn man das macht, macht er doppelte Hochkommata. Auch sehr, sehr lustig. Ne? Also wenn ich in einem String, der mit Hochkommata eingeschlossen ist, nochmal Hochkommata drin habe, macht er einfach 2. Damit muss man unter Umständen umgehen können. Das ist jetzt aber mal für Fortgeschrittene. Und wir lassen den Kram einfach weg. No tricks. Ne? Ja. Wir gehen mal zur Vereinfachung davon aus, dass solche Schweinereien nicht vorkommen. Und wir werden beim Programmieren dann gucken, an welchen Stellen müsste man mehr tun und müsste man Sonderbehandlungen machen, um mit diesen Spezialfällen umzugehen. Aber das lasse ich dann zur Übung selbst, wer Lust hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Okay, jetzt haben wir eine Textdatei, in der dieser Kram hier drin steht. Und mit der können wir jetzt versuchen umzugehen. Und jetzt wollen wir diese Textdatei einlesen und dann ausrechnen, wie viel ist das der Kram insgesamt wert und wie viele Einzelstücke sind das in der Summe von mir aus. Oder erstmal nur, was kostet der Kram in der Summe. Ne? Das ist so eine ganz typische Aufgabe, die man ganz oft hat mit solchen Datensätzen. Das könnte ich jetzt auch in Excel programmieren, gar kein Thema. Das wäre jetzt nur langweilig. Deswegen machen wir es jetzt mal mit Java. Richtig lohnen tut sich das mit Java nur, wenn man kompliziertere Auswertungen macht, aber wir fangen einfach mal so an. Okay, und wir machen das mit unserer Processing-Bibliothek, um anschließend irgendwie wieder eine Ausgabe zu bekommen und irgendwie eine interaktive Benutzeroberfläche zu haben, mit der wir das machen können. Dafür lasse ich mein Inventar von papplet erben. Ctrl-Blank macht da so eine Vervollständigung, macht mir auch gleich diesen Import da rein. Dann kann ich so eine Setup-Methode schreiben. Das hatten wir letzte Woche ja schon einmal. Und hier drinne sage ich jetzt, okay, open text file and read it. Stellt sich die schwere Frage, welche Textdatei?
Wir machen es uns jetzt im Augenblick mal einfach und sagen, ah, ich weiß den Namen schon, das ist nämlich die Inventarliste CSV, die ich hier habe, dann muss ich da nicht so viel machen. es gibt Textdatei. Das ist im Prinzip eine furchtbar komplizierte Sache in Java. Was man machen muss, ist, man muss einen File machen, dafür gibt es eine Bibliothek in Java. Damit sage ich nur, es gibt diese Datei. Da muss man sagen, oh, ich möchte aus dieser Datei lesen. Dafür muss man einen sogenannten Input-Stream erzeugen. Und dann muss man sagen, oh, ich möchte da keine Bytes draus lesen, sondern ich möchte da Buchstaben rauslesen. Dafür braucht man einen sogenannten Reader. Der wandelt Bytes in Buchstaben um. Und dann möchte man sagen, muss man noch sagen, oh, ich möchte nicht einzelne Buchstaben lesen, sondern zeilenweise. Dafür braucht man dann einen Buffered-Reader. Dann macht man eine Schleife und liest ja zeilenweise aus der Datei und sammelt die ganzen Zeilen, die man eingelesen hat, in einem Textbuffer oder in einem Array of Strings oder sowas ähnliches. Und wenn man das alles fertig hat, dann kann man anfangen, die Strings zu verarbeiten. Man kann die auch schon verarbeiten, während man sie einliest. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Wir trennen jetzt heute mal diese verschiedenen Schritte ein bisschen voneinander. Dann ist das, für uns erstmal weniger komplex. Glücklicherweise gibt es in Processing eine Bibliotheksfunktion für diese Operation. Und die heißt load strings. Hey, load strings. Und der kann man verschiedene Dinge mitgeben, zum Beispiel einen Pfeilnamen. Und dann sagt man, hey, Inventar. Liste.csv und hofft, dass das funktioniert. Ich mache dann hinter dem Statement mal ein Ctrl 1, dann schlägt er mir vor, oh, du könntest das Ergebnis dieser Operation, die liefert was zurück, einer lokalen Variablen zuordnen, dann macht er eine Deklaration dafür automatisch, dann habe ich ein bisschen weniger Arbeit. Ctrl 1 und diese kleinen Quickfixes, die ich bekomme, wenn hier vorne so eine gelbe Leuchtbirne ist, mit Vorsicht behandeln, nur wenn ihr wirklich wisst, was ihr da tut. Na, da passiert sehr, sehr viel Blödsinn, könnte ich vielleicht gleich auch mal vormachen. Okay, jetzt haben wir prinzipiell, macht das Ding das, was wir wollen. Wir werden nachher sehen, dass das noch nicht genau das ist, was wir wollen, aber so in erster Näherung kommen wir jetzt schon mal weiter. So, dann machen wir noch ein kleines bisschen Aufgabe. Normalerweise machen wir uns irgendwie immer eine Größe von unserem Fenster. Ich würde mal sagen, 1200 ist mein Gesamtbildschirm, 600 passt doch eigentlich schon sehr schön. Und dann machen wir doch 800 hoch oder so ähnlich. Und ja, irgendwie den Background mal so auf weiß, finde ich auch sehr schön. Dann die Schriftfarbe auf schwarz. Die Textwidth, dass man das lesen kann. Ist die Größe auf 18, solche Dinge, so, und Textwidth gibt es nicht, Ctrl 1, Font Size, ja, stimmt, ich bin über 30, hab Mitleid, nee, Text Size finde ich cool, 18. Okay. Ja, solche Dinge. Habe ich gestern Abend ausprobiert, deswegen habe ich es noch so ein bisschen auf dem Schirm. Und jetzt müssen wir irgendwas machen. Das Mindeste, was wir mal machen könnten, wäre die eingelesenen Texte am Bildschirm darstellen. Wollen wir das machen? Oder erstmal kleiner anfangen. Wir schreiben schon mal hin mit einem Textkommando, wie viele Zeilen wir gelesen haben. Found. Und dann irgendwie load strings, das ist dieses Array, das hat eine Length. Und dahinter nochmal lines. Wunderbar. Was ist da mit dem Text für ein Problem? Ah, der möchte noch Parameter haben. Wohin soll ich das schreiben? Naja. 50, 100 von mir aus.
Das ist die x-Koordinate, also rechts ein bisschen Rand lassen und 100 ist dann oben ein bisschen mehr Rand lassen. Okay. Ausprobieren. Na? Ah, CSV. Wollen wir die Lernchance nutzen und gucken, was passiert, wenn er die Datei nicht findet? Lass uns das mal ausprobieren. Aber trotzdem danke für den Hinweis. So, das können wir jetzt mal ausführen. Debug as Java Applet muss man da sagen. Irgendwie fehlt was, habe ich das Gefühl. Das hatte ich gestern auch. Da hat es geholfen. Also es kann. Ah, das liegt hier dran. Entschuldigung. Wo war das? Gerade war es noch da. Ich habe es genau gesehen. Müsste eigentlich auf der Konsole sein, die ich gerade weggedrückt habe. Ich habe das Fenster gelöscht. Macht nichts. Wir töten, das Programm ist eh terminiert. Lassen wir es einfach nochmal laufen. So. Und jetzt gibt es hier eine Konsole. Und da steht JavaLang Null Pointer Exception. Wow. Das heißt, er hat ein Problem. Und zwar mit der Zeile inventar-java.19. Das ist diese Zeile. Da habe ich auf loadStrings.length zugegriffen. Und offensichtlich hat diese Operation loadStrings, als es die Datei nicht gefunden hat, einfach null zurückgeliefert. Nicht das leere Array, sondern null. Und wenn ich dann auf die leere Variable loadStrings zugreife, wo gar nichts drin ist, und da längs fragen möchte, fliegt mir das um die Ohren. Das ordentliche Menschen würden das jetzt mit einer Try-Catch-Ding abfangen und dann irgendwelche Dinge tun. Wir berichtigen jetzt einfach mal den Dateinamen und versuchen das nochmal. Ist noch nicht so viel besser. Inventarliste CSV hat immer noch ein Problem. Ich mache mal diese Konsolenausgabe hier unten hin. Dann kann man die besser lesen. Is missing or inaccessible? Make sure that the URL is valid. Also irgendwie haben wir uns immer noch unreadable. Irgendwie tut es das immer noch nicht. Warum nicht? Habe ich noch einen Tippfehler drin? Jetzt müssen wir hier wieder auf Project Explorer gehen. Normalerweise wird das Programm ausgeführt. Ich mache die mal dazu. Und ich mache mal dieses Ding hier zu. Nicht speichern, rumpelipumpel. So, es kann sein, dass der ein Problem hat, dass er die Datei nicht lesen darf, weil Excel sie gerade geöffnet hat. Einfach mal ausprobieren. Oder ich habe es einfach falsch geschrieben. Das kann auch sein. Inventarliste. Inventar sieht eigentlich richtig aus. Lass uns das nochmal probieren. Nee, ist hartnäckig der Meinung, dass das nicht geht. Bescheuert. Da ist, wir sind in dem Verzeichnis hier definitiv, ne? Ja, das ist doch das Ding, das ich gerade ausführe. 12 F2 Ctrl C Ctrl V. Sieht aus wie vorher, finde ich, aber einfach nochmal probieren. Nein, es hat, denke ich, der Meinung, dass es die nicht gibt. Naja, okay. Dann probieren wir das mal ein bisschen detaillierter. Ich kann in diese LoadStrings-Methode nicht richtig reingucken. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Deswegen mache ich jetzt mal ein New File. Das kommt aus einer Bibliothek von Java.
Das ist eine Basisbibliothek, die bei jedem Java-Programm dabei ist. Die gehört nicht mehr zu Processing. Und gebe da den gleichen Dateinamen an, von dem ich immer noch glaube, dass er funktioniert. Ja, File, wunderbar. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe in Java ein Objekt gemacht vom Typ File und dem gesagt, bitte verwalte für mich die Datei auf der Festplatte und gib mir Zugriff auf diese Datei. Und so ein File-Objekt in Java kann ich dann zum Beispiel fragen, if file.exists, existierst du ja oder nein? Und dann kann ich zum Beispiel jetzt hier bauen, nur wenn diese Datei auch existiert, mache diesem Programm Kram. Okay, und dann öffne ich jetzt die Datei auch nicht mehr hier nochmal mit dem Namen, sondern übergebe da File, die Datei, an meinen LoadStrings. Da gibt es von diesen LoadStrings gibt's verschiedene, insbesondere auch eine Variante, die nimmt eine fertige Datei. Was ich jetzt gewonnen habe, ist, dass ich diesen Schritt finde bitte die Datei auf der Festplatte und gucke, ob sie existiert, aus diesen LoadStrings rausgezogen habe und dadurch darauf Zugriff bekomme. Erstmal gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Theoretisch müsste es genauso knallen wie vorher. Nö, knallt anders. Weil er geht in dieses Ding tatsächlich gar nicht rein. So, und warum existiert diese Datei nicht? Und in welchen müsste sie liegen? Und warum hat das gestern Abend funktioniert? Inventarliste CSV. Gucken mal gerade, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Ach, da mache ich das schon wieder komplizierter. Das ist mal eine spannende Idee. Also mein Lennart schlägt gerade vor, das liegt daran, dass das ein Applet ist. Applets sind ein Konstrukt, das eigentlich dafür gedacht ist, in Webseiten eingebettet zu werden. Das geht mit Java-Programmen auch. Und dann werden die in so einer Sandbox gestartet. Die dürfen dann keinen, aus dem Browser raus, dürfen Programme keinen Zugriff auf den lokalen Rechner haben und unter Umständen eben auch nicht auf die Festplatte. Das kann durchaus sein. Probieren wir das mal aus. Das habe ich nämlich tatsächlich gestern auch anders gemacht. Das heißt, wir müssen das als normales Java-Programm starten. Und um es als normales Java-Programm starten zu können, brauchen wir eine Main-Methode. Das habe ich, glaube ich, noch nicht explizit behandelt. Ich baue sie jetzt erstmal. Da gibt es Gott sei Dank eine Abkürzung. Die sind nämlich sehr kompliziert. Ich schreibe einfach Main und Control Blank und dann sage ich, ja, ja, das ist genau das, was ich möchte. Und dann kriege ich so ein Konstrukt hier vorgeschlagen. Da steht, das ist eine Methode Main, die liefert nichts zurück, die ist static, das bedeutet, ich kann die aufrufen, wenn ich nur den Klassennamen weiß, ich brauche kein Objekt, um das aufzurufen. Und das bedeutet im Wesentlichen, ja, das ist eben nicht einem lokalen Objekt zugeordnet und die ist public, das heißt, die ist auch außerhalb meines Packages sichtbar. Diese Main-Methode bekommt einen Parameter mit und das ist ein String-Array. Und das ist die Standardkonvention in Java. Eine Klasse, die eine solche Methode hat, die genau so aussieht, die kann man als Java-Exe oder als ausführbares Java-Programm direkt von der Konsole aus starten und dann Parameter mitgeben oder überhaupt mit einem Doppelklick auf das Icon starten. Das machen wir gleich auch mal vor. Okay. Diese Main-Methode muss dann auch was tun, nämlich typischerweise ein Objekt von unserer Klasse Inventar.java erzeugen und auf dem dann irgendwie Start aufrufen oder mache irgendwas. Da müssen ein paar komplizierte Initialisierungen vorgenommen werden. Deswegen der einfachste Weg, das zu machen, ist, man ruft die Main-Methode der Klasse PAblet. PAblet war eine Klasse, die in der Processing-Bibliothek drin ist
und aus irgendwelchen Gründen müssen wir das jetzt so aufrufen. Diese Main-Methode möchte als Parameter wieder ein String-Array haben. Und zwar, jetzt möchte ich aber tatsächlich einen Parameter übergeben, deswegen muss ich ein String-Array konstruieren mit new String-Array. Und das mache ich jetzt so, dass ich es gleich initialisiere und dann übergebe ich einen einzigen String, nämlich den Namen meiner eigenen Klasse, dann startet das Pablet mein eigenes Programm. Dafür muss ich dann den Package-Namen hier angeben. de-unicastle, Ctrl-C. Ctrl-V und ich kopiere es jetzt mal, damit ich mich auf gar keinen Fall vertippe, weil wenn ich das tue, ist es kaputt. Ctrl-V. So, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich jetzt auf dem Inventar hier sagen, debug as. Jetzt schlägt er mir vor, oh, du hast in dieser Klasse eine Main-Methode. Ich kann das auch als Java Application starten, nicht nur als Java Applet. Dann sage ich, oh ja, Java Application, mach das doch mal. Und es geht. Hurra, danke für den Tipp. Na, jetzt steht hier found six lines, das heißt, jetzt hat er das tatsächlich gemacht und es ist exakt das, was ich wollte. Wunderhübsch. Cool, dann können wir jetzt, glaube ich, auch diesen File-Kram hier oben wieder rückgängig machen. Brauchen ihn gleich nochmal, aber ich mache ihn jetzt nochmal raus, damit das Programm ein bisschen einfacher ist. Und dann sehen wir dann auch gleich, das heißt, hier schreiben wir jetzt wieder inventarliste.csv. Gleich richtig, wunderbar. Und dann lassen wir das wieder laufen. Und jetzt haben wir wieder 6 Zeilen gefunden. Wunderbar, jetzt geht das. Na? Das ist schon mal sehr schön. Dann lass uns doch die Zeilen mal am Bildschirm auch noch darstellen. Na? Das heißt, wir machen jetzt eine Schleife. String in Load String, das hat er mir hier gleich vorgeschlagen. Den Schritt, das ging gleich ein bisschen schnell. Ich habe for each getippt, Ctrl Blank gemacht, dann sagt er, hey, das könnte ich jetzt tun, sage ich ja, und den Rest dreht er. Na, also der nimmt einem da wirklich viel Arbeit ab. Dafür muss man diese ganzen Tastaturkürzel auswendig lernen. Dafür gibt es eine Webseite, die stellen wir in der Übung vor. Muss ich jetzt hier in der Vorlesung nicht machen. Da kann man diese Tastenkürzel auslesen. Das sind, glaube ich, nur so 250 Stück. Da reicht nur ein Sonntagnachmittag aus, um die auswendig zu lernen und schon geht das. Okay. Jeden dieser Strings geben wir jetzt aus mit einem Text. String von mir aus. Und da müssen wir sagen, wohin wir den haben wollen. X-Koordinate 50 war cool. Und jetzt, naja, müssen wir immer 25 Pixel draufzählen, damit wir immer eine neue Zeile kriegen. Da mache ich mal irgendwie LinePos mir eine Variable für. Die müssen wir vorher initialisieren. Warum benutzen wir die hier nicht auch noch? Int LinePos wird zu 100. Schreiben da LinePos hin. Und machen dann immer, wenn man eine Textzeile ausgegeben hat, so ein LinePos, naja, plus gleich, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Abstand hin, 50. Und hier würde ich jetzt jedes Mal sagen, LinePos plus gleich, boah, 25 ist so eine normale Zeilenhöhe. Wenn wir 18er Text haben, passt das ungefähr. Mal ausprobieren, ne? Boah. Sieht ziemlich cool aus. Ne? Da steht jetzt found six lines, Inventar, Laptops 3500 und hier ein sehr schönes kleines Kästchen. PC ist Semikolon, Monitor, Kaffeemaschine, no tricks. Das Ü hat es gefressen und hinten diese Euros auch gefressen. Ich finde, Eurozeichen werden überbewertet. Und Üs eigentlich auch. In vielen technischen Anwendungen kann man sagen, mir doch egal.
ich verzichte auf diese Sonderzeichen und lebe happy ever after. Diese Mechanismen sind zum großen Teil im englischen Sprachraum entstanden und die haben das Glück, da gibt es keine Sonderzeichen. Die haben keine Üs. Und deswegen sind die für dieses Problem auch irgendwie relativ entspannt. Also dann sagen die auch, mir doch egal. Also und insbesondere auch die Processing-Leute hatten da irgendwie jetzt kein mentales Problem damit. Das Problem, das hier tatsächlich entsteht, ist das sogenannte Character Encoding. Intern arbeitet der Computer mit Bits und Bytes, wir erinnern uns dunkel, und der hat dann eben bestimmte Arten, um Bits anzuordnen, um zum Beispiel Zahlen zu kodieren. Das lernt ihr in Digitaltechnik, habt ihr glaube ich gerade, oder? Digitaltechnik? Habt ihr das? Habt ihr da schon so Einer-Komplement oder Zweier-Komplement gehabt? Vorzeichen, nicht vorzeichenbehafte Zahlen? Oder macht er da gerade was anderes? Keiner gibt es zu. Wer weiß, was ein Einer-Komplement ist? Okay. Kommt vielleicht noch. Buchstaben sind halt auch irgendwelche Bitmuster. Und dann haben irgendwann mal die Leute sich darüber geeinigt, welches Bitmuster welcher Buchstabe sein soll. Und das war am Anfang aller Zeit die ASCII-Tabelle. American Standardization Committee, keine Ahnung, Doppel I. Die haben einfach eine Tabelle ausgedacht und haben gesagt, okay, Blank ist eine 32, klein a ist irgendwie 33 oder klein a ist 32, ich weiß es nicht, Kleinbuchstaben erst, Großbuchstaben erst, ich habe keine Ahnung. Und haben einfach alle Buchstaben, die es im englischen Sprachraum gab, durchnummeriert und haben gesagt, damit kommen wir jetzt hin. Dafür haben sie, glaube ich, nur 127 Einträge genommen, nur 7 Bit, glaube ich, oder keine Ahnung. Bevor das passiert ist, gab es schon Fernschreiber, die kamen mit 5 Bit hin. Ich glaube, die haben einfach auf Groß-Kleinschreibung verzichtet. Dann ging das eben noch ein bisschen leichter und daraus ist das im Großen und Ganzen entstanden. Damit waren die Engländer dann auch völlig zufrieden und alles war gut und dann kamen die blöden Europäer und haben gesagt, oh, wir haben noch diese Sonderzeichen, das passte bei 127 auch noch super hin. Dann ging es auch eine ganze Zeit lang gut und dann kamen die Japaner und meinten, oh, wir hätten hier nochmal 1024 Zeichen. Oder 1050 oder 1500 haben die so ungefähr im Groben. Und dann meinen die Chinesen, oh, das ist cool, wir haben auch nochmal 1500. Und da gibt es noch tatsächlich noch so eine Kanji-Schrift, die kommt, glaube ich, aber mit ein paar hundert weniger Zeichen aus. Aber es gibt noch ein paar mehr Symbole. Und dann haben die Götter noch die Alken, die Smileys erfunden und schon waren es ganz, ganz viele Buchstaben. Und dann hat man gesagt, ja, na gut, dann nehmen wir halt 2 Byte pro Buchstabe, dann können wir, wie viel ist das dann? 2 hoch 16, das ist 1024, 2 hoch 10 und 2 hoch 6 sind nochmal 64.000 verschiedene Buchstaben können wir jetzt darstellen, da kommen wir doch schon viel weiter. Haben sie so gemacht und dann haben sie die ganzen asiatischen Schriftzeichen alle schön dazugenommen und die Smileys und all so ein Kram. Und dann fingen diese C-Leute an rumzunörgeln und haben gesagt, oh, das braucht jetzt aber ganz viel, viel mehr, doppelt so viel Speicherplatz wie vorher. Dann haben sie gesagt, ja, na gut, dann machen wir jetzt UTF-8, heißt es, glaube ich. Oder dann nehmen wir für die häufig gebrauchten Buchstaben nur 8 Bit und das erste Bit oder die ersten 2 Bits sagen dann eben aus, ob wir noch mehr Bits brauchen oder nicht. Und wenn das erste Bit gesetzt ist, dann ist das ein 2 Byte großer Zeichen und wenn das erste Bit nicht gesetzt ist, ist es ein 1 Byte großes Zeichen. Und schon konnten wir die ganzen chinesischen Zeichen mitkodieren. Ne? Sodass jetzt eben ein Buchstabe, je nachdem, ob es ein normaler Buchstabe oder ein anderer Buchstabe ist, 1 Byte oder 2 Byte lang ist. Und das nennt man ein Character Encoding. Kluge Menschen haben lange nachgedacht, internationale Standards, große Konferenzen, zigtausend Menschen, N Flugkilometer, ganz viele Conference-Dinners abends und da kam das dann jetzt halt dabei raus. Und weil die Welt dadurch jetzt schön und bunt war, hat Bill Gates gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Und hat gesagt, ja, diese Grundidee ist richtig, aber ich nehme ein anderes Encoding.
nämlich CP Blafasel 1252. Ich kann es nachgucken, ich hatte es eben. Und mach das einfach anders. So, das heißt, Excel als ordentliches Microsoft-Programm, wenn dem gesagt wird, schreib doch mal eine Textdatei, sagt er, kein Thema, dann nehme ich doch das Bill Gates persönlich ausgedachte Character Encoding und schreibe das so raus. Und fragt auch nicht lange. Das kann man bestimmt bei Excel auch irgendwo einstellen. Tatsächlich habe ich das gegoogelt. Es geht nicht so leicht. Man kann in Excel, ich habe Excel geschlossen eben, Moment, ja, ist ja gut. Dicke Finger heute Morgen. Datei speichern unter. Ich konnte jetzt nur hier diese Formate auswählen und da gab es eben auch ein Unicode-Text-Format. Das kann ich schon machen. Dann trennt er die Tabellenzeichen durch Blanks, was nicht exakt das ist, was ich möchte. Das kann man auch machen. Dann sind halt alle Zellen, die einen Text mit Blanks haben, in Hochkommata eingeschlossen. In der Summe ist das alles viel, viel schwieriger. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Das geht aber grundsätzlich auch. Aber so mit Semikolon und Unicode habe ich nicht gefunden. Und das Google sagt auch, gibt es nicht. Man kann das einstellen, wenn man irgendwas in irgendeine Webseite exportieren möchte. Das geht. Weil die Webbrowser haben das gleiche Problem auch. Die kriegen vom Server HTML-Texte zugeschickt, die unter Umständen auch Sonderzeichen enthalten. Und da muss man sich auch auf ein Character Encoding einigen. Und weil da aus irgendeinem Grund Bill Gates nicht die Macht hatte, hat man sich da auf UTF-8 geeinigt. Das ist eigentlich der Standard. Aber wenn ich eine CSV-Datei schreiben möchte, ist das erstmal nicht vorgesehen. Okay, was ist hier zu tun? Ich muss beim Einlesen dem Java-Programm sagen, das ist eine DRIS-Datei von Bill Gates. Und nimm doch mal dem sein Character-Encoding. Java kann prinzipiell mehr als ein Character-Encoding, man muss es ihm nur sagen. Und leider kann man dem Load-Strings das nicht sagen, was doof ist. Na? Deswegen diese lange Vorrede. Und jetzt kommen diese Dateisachen, die sind so blöde, das will eigentlich kein Mensch, aber ist halt so. Okay, das heißt, wir machen jetzt wieder die Sache, die wir eben hatten. Nämlich dieses New File. So, auf einem File kann ich mir einen Input Stream besorgen. New Input Stream war das, glaube ich. Nö, doch, UInputStream, wunderbar. Und ich hätte jetzt erwartet, dass ich da den File als Parameter übergeben kann. Das sagt er, geht nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Sag mir mal, hilf mir mal schnell, was muss ich machen? Gleich einen InputStream-Reader bauen. Der will einen InputStream als Parameter haben. Ich brauche erst einen Stream. Einen File-Reader kann ich, glaube ich, machen. Ja, aber da kann ich... Der Reader liest schon buchstabenweise, ne? Da kann ich kein Character-Encoding mit eingeben. Gut, dass ich das gestern vorbereitet habe. File-Input-Stream, meinst du? File-Input-Stream gibt es. Wunderhübsch. Dann nehmen wir doch den. Also ich mache einen File-Input-Stream von File. Das ist jetzt einfach ein Ding, mit dem ich byteweise aus einer Datei lesen kann. Wir sollten noch mal gerade ganz kurz über Dateien und deren Organisation reden. Ein Computer hat diesen... ich habe doch so ein Computermodell. Wunderbar. Hat so eine CPU. Und dann ganz, ganz viel Main Memory, Hauptspeicher. Der Hauptspeicher besteht aus ganz vielen kleinen Zellen, die ich einzeln adressieren kann. Das heißt, jede Speicherzelle im Hauptspeicher hat eine laufende Nummer.
tatsächlich jedes Speicherwort und die kann ich dann ansprechen. Gib mir mal den Inhalt der Speicherzelle 1024, 4012 und so weiter und 42 und was auch immer ich möchte. Damit ich so eine Speicherzelle durchnummerieren kann, brauche ich Zahlen. Und Zahlen müssen wieder irgendwo gespeichert werden, zum Beispiel in Speicherzellen. Und deswegen ist die Größe einer einzelnen Speicherzelle ein limitierender Faktor, wie viele Speicherzellen es geben kann. Na? Auf einem 32-Bit-Rechner ist es typischerweise so, dass eben eine einzelne Speicherzelle 32-Bit lang ist. Und deswegen habe ich so viele verschiedene Speicherzellen, wie ich mit 32-Bit adressieren kann. 2 hoch 10 sind 1000, 2 hoch 30 sind 1000 mal 1000 mal 1000, sind 1 Milliarde grob. Na? Mal, dann gab es noch 4 Milliarden ungefähr, ist die Speichergröße, die ich mit einem 32-Bit-Rechner maximal erreichen kann oder 4 Gigabyte. Ihr erinnert euch? Na, das ist so eine Grenze und dann ist einfach Schluss. Mehr kann ich da nicht reinstopfen. Bei 64-Bit habe ich dann 1 Milliarde mal 1 Milliarde. Das sind dann 10 hoch 18 grob. Speicherzellen, das ist schon mal deutlich mehr. 10 hoch 18 ist, Milliarde waren 9. Billionen, Billiarde, jetzt sind wir irgendwie bei 15. Ist das irgendwie, was kommt nach Giga, dann Tera, Hexabyte, irgendwie sowas. Ne? Das ist auch schon relativ viel, aber da gibt es eine Obergrenze. Und insbesondere früher, als man diese kleinen Sachen hatte, sagt man auch, manchmal möchte man mehr Daten schreiben. Und dann hat man gesagt, okay, bei Dateien machen wir das anders. Bei Dateien machen wir Blöcke. Diese Blöcke können unterschiedlich groß sein. Typischerweise hat man heute so 1 Kilobyte große Blöcke, können auch noch größer sein, je nachdem, was für ein Filesystem man hat. Irgendwie FAT32 oder was es da so gibt oder FAT64 oder da gibt es wieder viele schöne. Die nicht gut funktionieren, sind alle von Microsoft. Da hat man sich jetzt eben sowas ausgedacht. So, dadurch, dass man jetzt einfach sagt, die Datei hat Blöcke, brauche ich nur noch die Blöcke durchnummerieren und habe dadurch einfach einen Faktor 1000 in der Dateigröße, die ich maximal haben kann. Okay. Und jetzt kann ich aber einzelne Bytes in der Datei nicht mehr adressieren. Ich kann nicht mehr sagen, gib mir mal das Byte mit der Nummer 42. Ich kann sagen, gib mir den Block 0, dann kriege ich die ersten 1000 Byte. Und da weiß ich, kann ich dann auf das Byte 42 zugreifen, aber ich kann das nicht mehr in einem Zug machen. Das hat auch technische Gründe. Ganz am Anfang waren Dateien auf solchen Magnetbändern abgespeichert. Da gab es so, kennt noch einer, so ganz alte analoge Tonbänder mit so großen Magnetspulen, so dünne Dinge oder so Kassetten, gibt es noch so Benjamin-Blümchen-Kassetten, ihr erinnert euch. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Und bei so einer Kassette, da konnte man schon sagen, okay, das Band ist so und so viel Meter oder Kilometer lang, da passt ungefähr so und so viel drauf, aber wie viel davon beschrieben wird, wusste man nicht so genau. Und wenn man dann eine Datei da drauf hatte, hat man das einfach geöffnet, hat dann einfach gesagt, ja, okay, gib mir mal den nächsten Satz, Datensatz. Und da konnte man auch nicht sagen, gib mir mal das 42. Byte, sondern da wurde auch so blockweise drauf geschrieben. Und zwischen den Blöcken war dann auf dem Band so ein Zentimeter Platz. Und da konnte man immer sagen, okay, jetzt gib mir einen so einen Block, so viel, wie ich jetzt in irgendeinen Puffer einlesen kann. Und dann halt das Band wieder an. Und dann hält das eben ein paar Millimeter rechts, links an und dann hat man irgendwie so eine Startmarkierung gemacht, okay, hier kommt der nächste Block, dann hat man einfach das Band wieder angefahren, das war, bis das auf Geschwindigkeit kam, hat ja auch was gedauert und dann hat man den nächsten Block eingelesen, konnte das nur so blockweise lesen, es hatte technische Gründe letztendlich. Dann kamen Festplatten, die haben halt rotierende Scheiben, die waren magnetisch beschichtet mit so einem Kopf, der da vor und zurückfahren konnte. Da war dann im Prinzip aber auch, manchmal waren die noch in Sektoren eingeteilt, aber das Simpelste war, es gab so einen, irgendwo auf der Scheibe so einen Bereich, da war das leer. Und dann hat man den Kopf in eine bestimmte Spur gefahren, hat die Scheibe schnell rotieren lassen. Wenn der an diese leere Stelle kam, hat der Kopf das gemerkt und dann kam irgendwie so ein Startmuster und hat er gesagt, okay, jetzt lese ich eine Runde der Daten auf dieser Platte ein. Und das waren dann zufälligerweise gerade 1024 Byte und das passte super.
Und dann hat man halt gesagt, okay, wir lesen das so blockweise ein. Das macht man halt immer noch so und darauf müssen wir so ein bisschen eingehen. Und dieser Stream, den wir jetzt gerade gebaut haben, der kommt letztendlich daher, dass man genau diese Idee immer noch hat, dass man aus einem Strom von Dateien, von dem man noch gar nicht so richtig genau weiß, wie lang der denn wohl sein wird, weiß man tatsächlich manchmal noch nicht, einfach liest. Ne, und dann sagt immer, gib mir einen Datensatz, gib mir noch einen Satz, gib mir noch einen Satz. Und dieses Input-Stream hier ist einfach etwas, wo ich sagen kann, okay, lese aus etwas raus, wovon ich noch nicht weiß, wie viel da so kommt. Das File-Input-Stream liefert mir Bytes. In Blöcken tut er das intern, das kann man noch buffern, aber ich kann im Prinzip auf so einem File-Input-Stream sagen, read. Und dann liefert er mir, was liefert mir Read? Habe ich noch nie gemacht. Liefert mir ein Int. Super, jetzt hat er irgendwas gelesen. Aber ich weiß nicht was. Das war ja toll. Gibt es noch ein anderes Read? Ah, Read Byte. Da gebe ich ein Array vor von Bytes und das wird dann gefüllt. Also ich gebe ein leeres vor und der liest dann in dieses Byte-Array rein, was ich haben möchte, zum Beispiel einen Block. Und wenn ich das geschickt mache, dann passiert das sehr effizient. Okay, Bytes sind doof, weil da müssen wir jetzt eben drüber nachdenken, welche Buchstaben machen wir da draus. Bytes sind toll, wenn ich Binärsachen abspeichere, Zahlen direkt im Binärformat oder andere Sachen, dann muss ich mir halt die Bitmuster selber ausdenken. Im Allgemeinen macht das keinen Spaß und deswegen haben die Götter die Reader erfunden. Deswegen mache ich jetzt einen New File Reader, nee, Input Stream Reader. New Input Stream. Ah, Entschuldigung. Manchmal sind meine Input Stream Reader, genau. Den gibt es in hoffentlich zwei Geschmacksrichtungen. Und zwar nehme ich jetzt mal den hier. Der Input-Stream-Reader möchte wissen, von welchem Input soll ich denn lesen. Dann nehmen wir mal unseren File-Input-Stream hier. Und dann will er ein Character-Encoding haben. Oder Character-Set haben. Das heißt, jetzt will er genau wissen, oh, wie soll ich das denn lesen? Na? Und das gucke ich jetzt nach, weil wenn man sich da vertippt, haut man sich tierisch in die Pfanne. Dafür muss man wissen, wie dieses Character-Encoding von Microsoft heißt. Nämlich CP1252. Wenn man das nicht weiß, fragt man Google. Google weiß das. Na? Und dann trägt man das hier ein. Und ich habe keine Ahnung, ob die Groß-Kleinschreibung hier wichtig, richtig ist oder nicht. Ich habe das so von Google kopiert und passt schon. Okay? Herzallerliebst. So, 1. Dann habe ich einen Input-Stream-Reader, den nennt man auch gerne IN. Internationale Konvention. So, und warum ist da eine geschweifte Klammer auf? Da haben wir mal eben was Komisches gemacht, ja. Herzallerliebst. So, jetzt nörgelt der hier rum. Hat das rot unterstrichen und sagt, unhandled exception. Exceptions. Es begab sich in jener Zeit. Die Java-Leute waren ganz am Anfang. Und mussten Fehlerbehandlungen machen. Fehlerbehandlungsmechanismen sind in verschiedenen Programmiersprachen sehr, sehr unterschiedlich und sind auch relativ kompliziert. Typischerweise hat man das am Anfang so gemacht, dass man einen Fehlercode zurückgegeben hat. Das heißt, man hat alle Methoden so gebaut, dass die einen Integer als Return-Parameter hatten oder Wert zurück hatten. Gegeben hatten und in diesem Integer haben sie 0 zurückgegeben, wenn alles cool war und irgendeine Fehlernummer, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und wenn ich irgendeine Methode aufgerufen habe, musste ich anschließend immer diesen Errorcode auslesen und wenn da irgendwie nicht 0 zurückgekommen war, sondern irgendein größerer Errorcode, dann musste ich irgendwas Kompliziertes machen. Das war so in C die übliche Vorgehensweise. Das Kernproblem ist, dass dieser Input-Stream-Reader oder dieser File-Input-Stream, wenn es diese Datei nicht gibt, die ich ihm jetzt hier gegeben habe,
Also ich habe ein File-Objekt gemacht hier, habe dem irgendeinen gesagt, oh, verweise bitte auf meine Festplatte, auf die Datei mit dem und dem Namen. Und jetzt gibt es die vielleicht gar nicht. Und jetzt versuche ich daraus zu lesen und dann sagt er, oh Scheiße, was soll ich tun? Mein Super-User hat gesagt, ich soll jetzt Bytes lesen. Oder ich soll einen Stream aufmachen, damit ich Bytes lesen kann. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. In der guten alten Zeit hätte er jetzt so einen Return 42 gemacht und hat gesagt, oh, und dann hätte ich irgendwo in der Tabelle nachgucken müssen und hätte gesagt, ah, File not found. Ne? In Webbrowsern ist das immer noch so. Da gibt es jetzt irgendwie so einen Errorcode 505 oder 400 irgendwas, bedeutet irgendwie, Browser hat keinen Bock. Nee, Server hat keinen Bock. Ne? Oder Internet kaputt oder so. Das wird da immer noch so gemacht. Okay, das hat nicht gut funktioniert mit diesen Errorcodes, weil die Leute haben die immer ignoriert. Die haben immer vergessen abzufragen, hat dieser Schritt funktioniert und haben dann mit dem nicht erfolgreich durchgeführten Zwischenergebnissen, die gar nicht berechnet worden sind, weitergerechnet und haben dann noch schlimmere Abstürze produziert als ohne dies. Und dann hat man gesagt, okay, was soll jetzt dieser File-Input-Stream machen, wenn er die Datei nicht lesen kann? Die Alternative dazu, einen Error-Code zurückzugeben, ist, wenn der Super-User jetzt unbedingt Daten lesen will, ich gebe ihm einfach irgendwelche. Denkt er sich welche aus. Ne? Gern werden an dieser Stelle Nullen zurückgeliefert oder irgendein Quatsch. Also irgendein Dummy-Value. Das kann man auch machen. Das führt dazu, dass der Fehler nie gefunden wird. Weil es kommt irgendwas raus, ich kann damit wieder eine Operation aufrufen, die tut dann auch irgendwie, oh, sagt, oh, das ist aber blöde Daten, was soll ich nur machen? Ach, ich liefere irgendwie Null zurück. Und dann macht der Nächste wieder, ach, was soll ich machen? Ach, ich liefere irgendwie Null zurück. Und dann lief das ganze Programm komplett durch und irgendwie hat es aber nicht das getan, was es sollte. Und dann überlegt man sich, oh, wo ist das denn schiefgegangen? Hier? Ja, weiß nicht. Das ist immer blöd, wenn die Stelle, wo der Fehler auftritt, und die Stelle, wo man bemerkt, dass es einen Fehler gibt, wenn das weit auseinander liegt, dann sucht man sich immer einen Wolf, bis man das gefunden hat. Und deswegen haben dann die Götter irgendwann gesagt, oh, wir brauchen ein Error Handling und haben die Exception erfunden. Was im Wesentlichen bedeutet, dass so ein Unterprogramm wie dieses File Input Stream hier sagen kann, so, oh, ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht weiß irgendeiner weiter oben eine höhere Kraft Bescheid, aber ich kann jetzt echt nichts mehr machen. Und ich werfe jetzt hier mal eine Exception. Das heißt, der bricht die Ausführung ab und liefert sowas wie einen Fehlercode zurück, aber einen, den man nicht so einfach ignorieren kann. Ne, er bricht jetzt tatsächlich ab. Wenn man den Fehler behandeln möchte, dann kann man das mit einem Try-Catch tun. Das hatten wir auch einmal schon mal gemacht. Und ich mache mir jetzt dieses Mal ganz einfach. Da gibt es extra eine Operation für. Surround with try catch, dann baut er mir das da drum rum, dann sagt er hier so try, versuch doch das mal und wenn in dem Abschnitt, der hier eingeschlossen ist, ein Fehler passiert, dann fang die Fehlermeldung oder die Exception, die da passiert und mach das hier. Na, und das Typische, was er dann macht, ist, er druckt es einfach auf die Konsole aus und wenn die das immer so machen, machen wir das halt auch so. Dann kann man das machen. Also so wird der Fehler jetzt behandelt. So, und der Punkt ist jetzt, dass die Leute, die den hier geschrieben haben, nicht genau wissen, welches Programm, in welchem Unterprogramm, in welchem Unterunterunterprogramm ruft mich jetzt eigentlich hier gerade aus und wer auf welcher von diesen verschiedenen Programmaufruf- oder Unterprogramm- oder Methodenaufrufebenen kann ich die Fehlerursache am einfachsten behandeln. Also wer ist in der Lage, das richtig zu handhaben? Und deswegen muss ich diesen Try-Catch normalerweise nicht eben direkt bei dem Aufruf von so einer Methode machen, sondern kann das an irgendeiner Vater-Methode machen oder irgendwo anders machen, wo es mir halt passt, wo ich genügend Kontextwissen habe. Außer der Typ, der diese Methode geschrieben hat, ist so ein totaler Pedant und sagt, ich will, dass du dich um diesen Fehler kümmerst. Ich schmeiße den ernsthaft. Und ich möchte nicht, dass du mich an irgendeiner Stelle benutzt, ohne das zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kann man in Java hinschreiben, hinter der Methodendeklaration ein sogenanntes Throws hinschreiben und dann deklarieren, ich schmeiße eine Exception. Und zwar folgende, eine File Not Found Exception. Und wenn ich das tue, habe ich alle meine armen Anwender dazu gezwungen, wahlweise selber hinzuschreiben,
throws, file not found exception, um zu sagen, hey, ich benutze was, das wirft diese Exception und der Pedant möchte, dass ich sage, dass ich das tue, dass das passieren kann und ich habe aber keinen Bock selber damit umzugeben, dann kann ich das throws nach oben durchreichen. Macht man nie. Was man tatsächlich tut, ist, man schreist so ein Try-Catch drumherum und ärgert sich ein Wolf darüber, dass der Arschloch mich dazu gezwungen hat, das zu tun. Und deswegen behandeln wir das jetzt auch nicht weiter. Kommt nochmal. So. Hier gibt es jetzt diesen Input-Stream-Reader. Der hat das gleiche Problem. Da mache ich auch die gleiche Aktion, weil es ja so einen Spaß macht. Der schmeißt eine Unsupported Encoding Exception. Na super. Ne, der sagt, oh, das Character Encoding, was du da haben willst, das kenne ich gar nicht. Na toll, schönen Dank auch. Dann sagt der hier, oh, File Input Stream, das kenne ich ja gar nicht. Na? Weil die, der sagt, die Variable ist unter Umständen nicht initialisiert, weil das kann ja schief gehen, dann bricht die Ausführung ab, die Zuweisung wird nicht durchgeführt, ich springe zu diesem Catch und mache nur so einen Print Stack Trace, die Variable ist unter Umständen ohne Wert. Naja, das wird überinterpretiert. Das kann man so machen. Ja? Jetzt ist dieses Problem auch weg. Nicht wirklich. Ne? Jetzt schmeißt der anstelle dessen hier eine Null-Pointer-Exception, wenn der Schritt davor kaputt gegangen ist. Ist auch nicht exakt das, was man wollte. Was man eigentlich machen möchte, ist, man möchte diese Zeile mit in diesen ersten Try-Catch-Block reinnehmen. Na? Und dann ist, wenn hier ein Fehler passiert, macht er schon die Zuweisung nicht mehr, sondern springt direkt zum Catch und macht auch diese Zeile hier gar nicht mehr. Und dementsprechend kann ich jetzt davon ausgehen, dass der File-Input-Stream tatsächlich initialisiert ist und ich brauche auch das hier nicht mehr zu machen. Wunderhübsch. So, jetzt nörgelt er immer noch rum, weil er sagt, ey, du hast eine Catch, aber nur für den armen Dolchler da oben, nicht für mich. Da kann man jetzt sagen, oh, Add Exception to Existing Catch Clause. Was passiert? Oh, das kann man mit oder machen. Das habe ich noch nie gesehen. Ist ja lustig. Man kann auch sagen, mach mir eine neue Catch Clause. Dann habe ich da zwei. Tatsächlich bin ich an dieser Stelle immer relativ schmerzfrei und ich kriege immer Schimpfe von meinen Mitarbeitern. Wenn der eine File Not Found Exception wirft, gibt er das als Fehlermeldung aus. Wenn er eine Unsupported Encoding Exception wirft, gibt er das als Fehlermeldung auf. Wenn er eh immer das Gleiche tut, warum unterscheide ich das überhaupt? Und es gibt diese ganzen Exceptions, erben von der Klasse Exception. Und wenn man eine nackte Exception fängt, dann fängt man sie alle. Ne? Und dann braucht man da nicht noch 1000 unterschiedliche Sachen machen. So, das ist immer noch hässlich, aber noch schöner kriege ich es nicht hin. Und schuld ist der Armleuchter, der dieses Throws hier dran geschrieben hat, sonst könnte ich es einfach ignorieren. Tatsächlich muss man es manchmal machen an irgendeiner Stelle. Und naja, die finden, die haben das Recht, uns dazu zu zwingen. Schön. So. Eine dieser Nickeligkeiten, wenn man File-Handling macht, ist diese Bibliothek. Die ist so ein bisschen picky. Jetzt haben wir das. Jetzt können wir aber tatsächlich unser Load Strings hier nehmen. Und das Typische, was man da tut, ist diesen ganzen anderen Quelltext, Ctrl-X, nehmen wir einfach mit in diesen Try-Catch rein und schon haben wir keinen Ärger mehr. Okay, jetzt sagen wir diesem Load Strings hier, nimm doch einfach meinen In. Dann sagt er, das kann ich nicht. Der will von dem Input-Stream-Reader lesen. Ja, ist es doch. Habe ich irgendwie. Hä? Okay. Wissen nicht, was er hatte. Herz allerliebst. Das heißt, das Load Strings kann davon auch lesen. Was wir jetzt in der Summe gewonnen haben, war, dass wir diesem Input Stream Reader, der aus Bytes Buchstaben macht, sagen konnten, das ist eine Microsoft-Datei. Und wenn die Götter gnädig sind, und ein guter Tag für die Wissenschaft ist, dann haben wir jetzt eine Exception. Nämlich,
eine Null Pointer Exception, weil das nicht funktioniert hat. Weil eine Null Pointer, das heißt, die Sachen davor haben eigentlich funktioniert. New File hat funktioniert, File Input Stream. Spannende Geschichte. Ich hätte jetzt gedacht, das geht. Schade eigentlich. Habe ich wieder mich bei Inventarliste vertan? Eine Null Pointer in Zeile 36. Erst wenn er hier hinkommt. Nur das Load Strings hat nicht funktioniert. Schade eigentlich. Liegt das am Character Encoding? Debuggen. Stoppen. Nochmal starten. Ich habe jetzt hier auf die Zeilennummer doppelt geklickt, das macht einen Breakpoint. Dann können wir gucken, was passiert. Dann gibt es hier so einen, bei mir, hier ein Variables View. Irgendwo versteckt der sich immer. Dann sieht man so ein bisschen, was passiert. Und es gibt einen File. Wunderbar. Ich habe jetzt nicht gefragt, File exists. Kann ich das fragen? Lass uns das mal einfach hier reintun. File.doc exists und ich schreibe es mir einfach mal in eine lokale Variable rein. Dann kann ich es mit dem Debugger gleich prüfen und dann starten wir es einfach nochmal neu. Exists ist true. Das hat funktioniert. Der Input-Stream, den gibt es. Ich finde, der sieht auch heile aus, alles ist gut. Der Input-Stream-Reader, der ist eigentlich auch ziemlich glücklich. Finde ich, funktioniert auch. Von Input Stream hat er nur einen schlechten Tag gehabt. Das Load Strings ist aber null. Nee, das kann er unterscheiden, ob runde Klammern kommen oder nicht. Das finde ich jetzt gerade ungewöhnlich. Wir gucken nochmal in die Musterlösung. Da habe ich einen Buffered-Reader da drumherum gemacht. Das finde ich ja spannend. Okay. Der will einen Buffered-Reader haben. Dann nennen wir das Ding hier Reader. Ich mache das jetzt gerade mal New Buffered-Reader. Von dem Reader. 1 und das nennen wir dann in. Ah, Mist, Entschuldigung. Control 1. So. Weiß nicht genau, ob er das nochmal hinbekommt. Ta, 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 ta. Es gibt jetzt einen Buffered Reader und wenn wir auf dem ein in machen, dann haben wir Strings. Ah, okay, lernen wir den auch noch kennen. Ist ja schön. File Input Stream, erstmal. New File macht mir einfach nur ein Objekt, mit dem innerhalb von Java die Datei, die auf der Festplatte ist, verwaltet wird. Der File Input Stream besorgt mir irgendein Objekt, aus dem ich Read machen kann. Und dann bekomme ich aber byteweise die Geschichten. Dann mache ich einen Input Stream Reader drumherum. Jetzt bekomme ich sie buchstabenweise und kann sogar noch sagen, wie die Buchstaben kodiert sein sollen. Und dann mache ich einen Buffered Reader darum, der macht aus Buchstabenfolgen Zeilen. Der liest zeilenweise. Der Buffered Reader hat eine Methode, die da heißt in.readline. Das hat der normale Reader nicht. Na? Und offensichtlich möchte das LoadStrings einen Buffered Reader haben. Okay. Und alles nur, weil Microsoft nicht UTF-8 schreibt. Na? Und jedes Mal, wenn ihr das demnächst wieder programmiert, denkt daran. Und schreibt Bill Gates doch mal eine freundliche Mail. Gut, hey, dann scheint das jetzt zu funktionieren. Ja, wo ist es denn? Hey, da steht jetzt Inventar Laptops und da steht ein Eurozeichen. Und da steht ein Ü. Puh, super. So, der Rest ist jetzt Kinderkram. Wie spät haben wir? Hey, wir haben noch jede Menge Zeit. Klasse. Anstelle die
Texte jetzt einfach nur auf dem Bildschirm zu machen, würde ich jetzt eigentlich gerne haben, dass diese Texte ja ein bisschen schöner formatiert sind. Ne? Also diese Semikoli, das ist ja der letzte Mist. Also so kann man das ja kein Mensch lesen. Also werde ich jetzt diese Textzeilen zerlegen. Dann macht es eigentlich Sinn, ordentliche Datenstrukturen daraus zu machen. Das heißt, wir werden eine Objektklasse dafür anlegen und dann kann ich anfangen, mit den ganzen Sachen zu rechnen. Das machen wir jetzt einfach mal. Okay, also anstelle diese Zeile hier auszugeben, die ich gerade eingelesen habe, das löschen wir mal, machen wir jetzt tatsächlich eine Analyse von so einer einzelnen Textzeile. In der Variable String steht so eine Textzeile drin. Und die möchte ich jetzt zerlegen, und zwar zerhacke ich die an den Semikolons. In Teilwörter, die durch Semikoloni getrennt sind. Dafür gibt es eine spezielle Operation. Also ich kann den String buchstabenweise lesen und gucken, okay, jetzt kommt ein Semikolon, jetzt nehme ich diesen Teilstring und mache damit irgendwas. Wenn ich das tue, kann ich auch sagen, oh, jetzt kommt ein Hochkommata, hier fängt jetzt so ein Ding an, das unter Umständen Semikoli enthält. Das merke ich mir, da kann man kompliziertere Sachen tun. Wir machen jetzt, weil wir nicht mehr viel Zeit haben, einfach einen Split. Split sagt, okay, wonach soll ich das aufsplitten? Da kann man einen regulären Ausdruck angeben und der einfachste reguläre Ausdruck, den man angeben kann, ist einfach ein Buchstabe. Und das bedeutet jetzt, guck dir diese Textzeile an und zerhacke sie in kleine Strings, und zwar immer an der Stelle, wo das Semikolon ist. Okay? Okay, und daraus kommt als Antwort ein String-Array. Das heißt, der zerlegt einen String in ein Array of Strings für die einzelnen Datenzellen, die da enthalten sind. Ziemlich cool. Und dann übertrage ich diese Teilstrings in ein logisches Objekt vom Typ Inventar, Item oder sowas ähnliches oder Inventar Entry, indem ich mir die Sachen merke und dann kann ich die ganzen Datenkonvertierungen machen und den ganzen Kram. Dafür mache ich mir jetzt eine neue Klasse, Inventar Entry oder sowas. Oder was wollte er da machen? Item oder Line oder. Ich mache mal Entry, was soll's. Dem übergebe ich dieses Array. Und dann machen wir das mal. Entschuldigung, das ging wieder zu schnell. Das ist rot unterstrichen, weil es die Klasse Inventar-Entry noch nicht gibt. Und dann schlägt er vor, oh, wir könnten so eine Klasse bauen. Und diesmal hat er recht, das kann ich machen. Wenn ich, ich mache mal gerade diesen Import hier weg. Den hat er eben automatisch angelegt. Jetzt sagt er, oh, File kenne ich nicht. Da kann man auch sagen, oh, ich erzeuge doch diese Klasse einfach. Create Class File. Ja. Na? Jetzt ist die Fehlermeldung auch weg. Aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht richtig. Na? Weil er hat jetzt in meinem Arbeitsverzeichnis, wir können das gerade mal gucken, eine Datei File angelegt, file.java, und die verwendet er auch. Und die tut aber gar nicht das gleiche wie die aus der Java-Bibliothek. Und die in der Java-Bibliothek kann ich jetzt nicht mehr zugreifen, weil ich selber eine habe, die genauso heißt. Na? Und das ist so ein Klassiker. Dass man macht immer dieses, behebe den Fehler, ah ja, zack, mach. Oft genug drücken, irgendwann sind alle roten Unterstreichungen weg und das Programm tut gar nichts. Na? Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Deswegen viele Leute sagen, zeigt Anfängern um Gottes Willen nicht, dass es diese Funktionalität in Eclipse gibt, die machen da nur Blödsinn mit, aber es ist irgendwie total handy. Also okay, das war keine gute Idee, dieses File-Klasse hier anzulegen. Jetzt habe ich die hoffentlich mal gelöscht, nein, habe ich noch nicht. Deswegen lösche ich die jetzt wieder. Dann nörgelt er wieder rum und dann sagt man ihm, importiere die. Und dann gibt es manchmal unterschiedliche Möglichkeiten ab, da muss man genau die richtige erwischen, sonst hat man ein Riesenproblem. Das war der. So, und hier ist es jetzt ausnahmsweise mal richtig. Ich weiß, dass es diese Klasse noch nicht gibt und ich will sie bauen. Na?
und dann macht er die dahin, wunderhübsch, und dann ist er hier immer noch unglücklich, weil er sagt, oh, so ein Inventar-Entry mit diesem Split als Parameter, das gibt es aber gar nicht. Also es gibt keinen, haben wir Konstruktoren behandelt. Um so ein Objekt zu bauen, kann ich wahlweise nur den Klassennamen mit Klammern dahinter machen. Oder ich kann selber sagen, oh, ich möchte einen komplizierteren Konstruktor haben, der so ein Objekt baut, der irgendwelche Parameter bekommt. Und dem habe ich jetzt dieses String-Array gegeben. Okay. Split, da werde ich jetzt Dinge tun. Nämlich, ich nehme mir den ersten Eintrag von diesem Split. Das ist ja irgendwie der Name oder sowas. Ne? Split ist hier der Parameter von diesem Entry. Das heißt, da mache ich ein Attribut vom Typ String, nenne es Name und das ist, initialisiere ich jetzt eben mit diesem Split von 0. Das Split, das danach kommt, das war eine Zahl. Ne? Das heißt, nehme ich eine Quantity, wie viele ich machen möchte. Das heißt, ich brauche jetzt eine Variable, ein Field, Quantity, das ich setzen möchte. Und da kommt eine Zahl rein. Split enthält aber Strings, das heißt, das muss ich konvertieren. Und ich weiß, dass es ein Integer ist. Und dann mache ich einen parseInt von diesem Split hier. Und das Ganze weise ich einem Feld zu. Und das nenne ich Quantity. Wunderhübsch. So, und dann möchte ich einen Price haben. Das ist irgendwie ein Double. Im Prinzip. Parse Double. Und dann Split von 2. Okay, und dann sagt der Preis, ist gar nicht deklariert, ja, mach halt ein Feld. Der hat diese Felder alle private gemacht. Das ist gute Softwaretechnik. Die müssen private sein. Und man macht normalerweise eine SetName und eine GetName-Methode, um auf diese Felder zuzugreifen. Das hat tiefliegende wartungstechnische Gründe, die man sofort versteht, wenn man mal ein Programm mit einem JavaFX Graphical User Interface und mehr als 100.000 Zeilen geschrieben hat, die aber wirklich schwer sind, einem Anfänger zu vermitteln. Also warum zur Hölle muss ich das tun? Ist doch nur umständlich. Weswegen ich es jetzt einfach mal nicht versuche. Es gibt tatsächlich Mechanismen in Eclipse, wenn man das jetzt erstmal so sich simpel macht, mit denen man das nachträglich beheben kann. Deswegen ist es nicht so dramatisch und der Einfachheit halber machen wir es jetzt einfach mal so. Und das heißt, ich ändere das jetzt und mache die alle public, auch wenn es meine armen Softwaretechniker-Seele wehtut. Okay, dann kann ich da von außen drauf zugreifen, sogar außerhalb des Packages. Ich könnte es auch einfach weglassen, würde es auch tun. Aber gut, ziemlich toll eigentlich, funktioniert nur nicht. Wir haben noch ein winziges Problem, haben wir es nicht gerade offen gehabt, das Programm? Ja. Der Preis hier, da steht 500,00. Hey, das ist okay, ne? Weil, ja, okay, das ist ziemlich okay. Wir haben Glück. Excel hat beschlossen, dass es auf einem deutschen Rechner installiert ist und hat deswegen die deutsche Version installiert oder ich habe es irgendwo geklickt und benutzt deswegen eine deutsche Zahldarstellung für Preise, die an dieser Stelle ein Komma haben. Wir hatten das letztes Mal schon mal diskutiert. Im englischen Sprachraum würde da ein Punkt stehen. Wegen solcher Unterscheidungen, hatte ich schon erzählt, ist das Hubble-Teleskop unbrauchbar gewesen am Anfang. Und sind schon Raketen vom Himmel gefallen. Das ist nicht schön. Da muss man höllisch aufpassen. Tatsächlich ist es so, dass das Java, das ich hier installiert habe, auch weiß, dass es auf einem deutschen Rechner läuft und deswegen per Default annimmt, das sind Kommata, mit denen ich das hier mache. Wenn ich jetzt mit meinem Java-Programm und ein
schreibe diesen Double Value raus, mache ohne mir was dabei zu denken oder konvertiere ein Double Value in einen String und schreibe das raus in eine kommaseparierte Datei, nehme diese kommaseparierte Datei und schicke sie an meinen englischen Gesprächspartner per Mail, der packt die auf seinem Rechner wieder aus, fliegt sie mir um die Ohren. Na? Großes Problem. Okay, hier funktioniert das im Wesentlichen, bis auf das winzige Detail, dass hier so ein komisches Blank Euro hinten dran steht, was dazu führt, dass Blank Euro hinten dran steht, dass dieses Double Pass Pass Double sagt, oh, da stehen Buchstaben, die passen gar nicht zu einem Double, das ist doof. Na? So, da kann man jetzt zwei Dinge machen. Man kann sagen, ich weiß, das steht da dran. Ne? Das machen wir jetzt auch einfach. Ich mache mal so einen Substring, wir müssen mal zum Ende kommen. Sagen, hey, ich möchte nicht den kompletten String. Die beiden letzten Buchstaben interessieren mich nicht. Ich möchte nur den von 0 bis Split 2.length. Gibt's das? Unterschrieben. Möchte mit Kommata haben, mit Klammern haben. Hey, das funktioniert, weiß ich. Okay. Es gibt noch ein Detailproblem. Die erste Zeile, die wir haben, ihr erinnert euch, da steht Inventar, Semikolon, Semikolon. Da kriege ich zweimal den Leerstring wahrscheinlich. Okay, aber die will ich eigentlich nicht. Na? Das heißt, die müssten wir eigentlich weglassen. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Ah, einfach laufen lassen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir für den aktuellen String hier in unserer Schleife so ein Inventory Entry gemacht. Die müssen wir jetzt aufsammeln. So, weil wir noch so viel Zeit haben, ich überziehe heute 5 Minuten, sorry, lernen wir bei dieser Stelle noch die ArrayList kennen, weil man kann die jetzt einfach in einem Array aufsammeln. Also ich würde ein Array of vom Typ Inventory. Wir machen, Moment. Hier ungefähr würde ich sagen, okay, ich brauche Inventar Entry Array. Entry wird zu New Inventory. Ah. New Inventar Entry. Warum hat das nicht von alleine hingekriegt? Nee. 10. Geht das? Jetzt haben wir 2 Klammern zu viel. Gott, ich habe das echt lange nicht mehr gemacht. So, das könnte man machen. Na? Das heißt, wir würden jetzt hier vorgeben, wie groß dieses Array sein soll. Und ich habe jetzt mal hier 10 genommen, weil ich dachte, ja, wird schon passen. Na, weil ich habe in diese Inventarliste reingeguckt, sind nur 3 Einträge drin oder 5, passt. Hm, doppelte Sicherheit hält schon. Na? Wer ein bisschen ängstlicher ist, nimmt Pi mal Daumen. Pi ist 3, Daumen ist 2, also mal 6. Da hätten wir jetzt hier 30 genommen, auch sehr schön, aber löst das Problem nicht. Na, also diese Arrays haben ständig das Problem, dass sie nicht die passende Größe haben. Da hat man einmal den Ärger, dass man sich merken muss, wo sind hier noch freie Felder in dem Array und wie viel davon ist tatsächlich belegt. Und dann hat man das Problem, dass man aufpassen muss, dass man nicht mehr Elemente reintun, als Platz hat. Dann gibt es nämlich auch irgendwie einen bösen Laufzeitfehler. Weswegen Arrays eine total blöde Idee sind. Und die werden nur unterrichtet, weil sie halt in der Sprache automatisch mit drin sind und weil sie relativ einfach zu handhaben sind, werden auch in Algorithmen und Datenstrukturen relativ viel verwendet. Ich benutze die nie und ich hasse sie. Und das Erste, was ihr bei Programmiermethodik im 3. Semester bei mir lernen werdet, ist, nehmt eure Tastaturen und reißt die eckigen Klammern daraus. Na? Die braucht kein Mensch. Um das zu lösen, gibt es eine ArrayList in Java Util. Das ist ein Objekt, eine Klasse, die hat intern ein Array
und dann noch irgendwie so zusätzlich ein Datenfeld, wo sich merkt, wie viele Elemente in dem Array schon drin sind. Und die verwaltet also das, wie groß ist dieses Array belegt. Und wenn das Array zu voll wird und man noch ein Element in das Array reintun will, dann sagt er, warte eine Sekunde, macht ein neues Array, das größer ist, kopiert die ganzen alten Werte um und dann hast du Platz für das Neue. Und das passiert intern und du musst dich überhaupt nicht drum kümmern. Und das ist super cool. Und deswegen nehmen wir das. So, und dieses ArrayList ist also quasi so ein Wrapper drum, der dafür sorgt, dass ich immer ein Array habe, das die richtige Größe hat. Und dem muss man jetzt aber sagen, hey, die Elemente, die ich in dieses Array reintun möchte, was haben die für einen Typ? Und da gibt es schon wieder neue Syntax dafür. Wir wollen, dass das vom Typ Inventar-Entry ist und das gibt man in so Spitzenklammern an. Es gibt ein paar Klassen in den Bibliotheken, die benutzen diese Spitzenklammern, um Eintragstypen festzulegen zum Beispiel. Und das ArrayList tut das halt auch. So, und das ist jetzt mein Entries. Nee. New ArrayList. Und dann sagt er hier, ich weiß schon, welche das sein muss. Das kann ich nicht leiden. Inventar, Entry. Ah, fuck. Der kann so eine Camel Case Inclusion, wenn man nur die Großbuchstaben nimmt und dann Krumblenk sagt, dann rät er, was man meint. Klappt manchmal, manchmal aber nicht immer. Hey, jetzt habe ich so eine Entries Array Liste, die habe ich initialisiert mit New und darauf kann ich jetzt, da kann ich jetzt Inventar Entries reintun, so viel wie ich Bock habe. Das mache ich, indem ich sage entries.add den Inventar Entry und diese Add Methode guckt dann nach in diesem Array, das da intern drin ist, wo ist die erste freie Stelle oder das hat sich das Ding ja gemerkt, fragt den, wo habe ich Platz? Und tut es, legt es dann ab und zählt die Anzahl der Elemente, die drin sind, 1 hoch. Ich kann so eine ArrayList fragen, wie viele Elemente enthältst du tatsächlich. Alles ist wunderbar. Okay, jetzt haben wir diese ganzen Entries gespeichert. Und jetzt können wir, wir haben auch schon die Konvertierung gemacht. Das heißt, wir haben so Strings auseinandergefieselt. Das haben wir erst mit diesem Split gemacht. Da haben wir einfach da 3 Teilstrings draus gemacht und dann sagen wir, okay, das erste ist der Name, das zweite parsen wir als Int, das dritte parsen wir als Double und auf dem Weg lesen wir das Ganze jetzt hier ein. Wunderhübsch, jetzt haben wir logische Objekte mit richtigen schönen getypten Datenfeldern und Zahlen und all so Sachen und mit denen können wir jetzt super arbeiten. Das heißt, jetzt machen wir wieder eine Schleife. Wir könnten das auch in der ersten Schleife direkt machen, aber ich trenne das jetzt mal ein bisschen voneinander, dann passt das besser. Und dann sagt er, oh, du möchtest bestimmt eine Schleife machen über dieses Entries-Array, was du gerade gebaut hast. Und du möchtest die Elemente bestimmt Inventar-Entry nennen. Boah, finde ich cool. Das hat Eclipse jetzt schon wieder geraten. Die sind echt cool. So, und was machen wir jetzt für jeden Einzelnen? Naja, wir geben den Text aus. Das schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Und können den dann auch so ein bisschen formatieren und sagen, okay, wir schreiben den Namen in eine Zeile an die Position 50 und die Quantity an die Position 200 und den Preis an die Position 300 und so weiter und so weiter. Macht das in der Übung, mache ich jetzt mal gerade nicht. Ich rechne jetzt einfach aus, was kostet das Ganze in der Summe und gebe nur den Gesamtpreis aus. Total Price. Das initialisiere ich mal mit 0 und dann sage ich jedem einzelnen Inventar-Entry, könnte ich jetzt mal sagen, was kostest du? Finde ich eigentlich eine schöne Idee. Ne? Das heißt, ich nehme diesen Inventar, sage im Großen und Ganzen Total Price plus gleich. Jetzt frage ich diesen Inventar-Entry, Total Costs, oder? Get Costs? Sehr hübsch. Dann sagt er, die Methode gibt es noch gar nicht. Und weil ich weiß, dass es die noch nicht gibt, sage ich, dann baue sie mir bitte. Jetzt hat er so ein GetCosts-Ding gemacht. Da ist schon alles da. Das To-Do wegmachen. Und jetzt liefern wir einfach zurück meinen Preis multipliziert mit meiner Quantity. Na? Herz allerliebst.
Das heißt, wir haben jetzt eben dieses berechnet, was kostet dieser Eintrag, nämlich Anzahl multipliziert mit Preis, haben wir jetzt in eine Methode, die wir auch dieser Klasse gegeben haben, Inventar-Entry, gebaut. Finde ich sehr, sehr schön. Okay, und wenn wir damit fertig sind, dann geben wir den Total Price aus, Text. Total Price plus Total Price, 50, Line Pos. Ja, aber finde ich hübsch. Line Pos hatten wir ja oben gesetzt und da hatten wir hoffentlich ein Line Pos plus gleich 50 am Schluss gemacht. Machen wir jetzt auch nochmal. Ich mache es jetzt ganz schnell, dann sind wir nämlich fertig und dann können wir zu den Hausaufgaben kommen. So, einmal bitte Daumen drücken. Jetzt ist er auf den Breakpoint gelaufen, das passiert mir auch immer, die lässt man immer stehen und dann ärgert man sich. Hey, found 6 lines, aber eine Exception. Ha. Und zwar hier im Inventory Entry Init hat er ein Problem, dass er dieses Ding nicht parsen kann, weil das ist wahrscheinlich 0 oder sowas. Keine Ahnung. Das war für diese erste Zeile, wo diese Überschrift drin steht, da funktioniert das nicht. Okay, den ersten würde ich gerne überspringen. Könnte man machen. Ich würde mir eigentlich dieses Split gerne angucken und sagen, wenn das nicht drei Elemente enthält. Das hat, glaube ich, letztes Mal funktioniert. If split.length. Gleich 3. Dann und nur dann mach den Kram hier. Ctrl-I rückt richtig ein. Ausprobieren. Hat nicht funktioniert, weil da waren ja tatsächlich ein paar Semikolons drinne. Number Format Exception. Für den String 500,00 Euro. Okay. Genau. Das war nämlich völlig sinnfrei. Das war dieses Split hier. Dieses Substring sagt, nimm vom Buchstaben 0 bis zum Buchstaben so und so und den Teilstring liefer mir zurück. Wenn ich da längs habe, kriege ich alles. Und wenn ich zwei Buchstaben abziehen möchte, muss ich da minus 2 sagen. Danke. Die üblichen Fehler. Ist irgendwas besser geworden, aber immer noch nicht gut. Sagt immer noch Number Format Exception, weil das Komma da ihn ärgert. Ne, er möchte doch lieber einen Punkt haben bei einem Double. Na super. Das kriegen wir auch hin, indem wir hier kein Double machen, sondern wir nehmen Number Format und dann sagen wir Parse Number Format dot Get Instance, muss man da glaube ich erst machen. Genau. Und da kann man sagen, Number Format ist einfach ein Ding, das kann Nummernformate. Und dem kann man insbesondere sagen, hey, ich möchte ein Nummernformat für Zahlen, und zwar für Deutschland. Locale.German. Und dann kann man dem sagen, und jetzt bitte parse mir diese Nummer. Das Coole ist, jetzt brauche ich diesen Substring-Mist nicht mehr zu machen. Der kommt damit klar, wenn dahinter noch andere Buchstaben stehen, das ist dem gerade egal. Aber das Parse liefert mir eine Number zurück und kein Double. Und jetzt kann man mal gerade gucken, welche Klammer gehört hier wohin. Die gehört dahin. Ja. Und da sage ich jetzt noch ein Double Value hätte ich gerne. Nein. Dot. Entschuldigung, ich
kriege das noch hin. Parse. Und da gibt es eine Double-Value-Methode, die liefert mir das jetzt als Double zurück. Und jetzt gibt es nur noch dieses kleine Problem, dass er dafür einen Try-Catch haben will. Das schmeißt nämlich eine Exception. Und das sind so Leute, die auch meinen, das in der Welt mitteilen zu müssen, dass sie ordentlich sind. Okay. Und jetzt nochmal probieren. Wow. 6.230,299 € kostet das insgesamt. Das ist jetzt auch noch nicht richtig schön mit den vielen Nachkommateilen. Jetzt müssen wir noch so ein String.format machen und dann ist es aber irgendwann schön. Okay, und das machen wir dann in den Hausaufgaben. Gut, was wir prinzipiell gesehen haben, es ist in erster Näherung sehr leicht, aus einer Datei zu lesen. Man macht einfach loadStrings.dateiname. In zweiter Näherung ist es sau kompliziert, weil man mit diesen Character-Encodings rumeiern muss und schon muss man an 1000 Stellen irgendwelchen Spezialkram machen, den man eigentlich nie wissen wollte. Na, also diesen ganzen Block von Sachen und drei Catches und all so ein Kram. Danach ist es aber dann relativ standardisiertes Vorgehen. Man guckt sich an, welche Spalten hat man in seiner Tabelle, macht sich eine Klasse, wo man die einzelnen Spaltenwerte drin abspeichern kann in den einzelnen Objekten. Und dann kann man anschließend sehr simpel darauf rumrechnen und dann ist der Rest eigentlich ziemlich einfach. Kompliziert ist dann diese String-Umwandlung in Nummern und all so ein Kram. Da muss man irgendwie auch ein bisschen rumeiern, dann hat man das. Eine typische Hausaufgabe dazu könnte sein, dass wir sagen, ich habe anstelle von einer Inventarliste, mache ich vielleicht irgendwie so einen Warenkorb bei Amazon oder eBay oder sonst irgendwo und möchte jetzt ausrechnen, was kostet das insgesamt, plus Versand, plus Mehrwertsteuer oder sowas. Das wären so typische Dinge, die so ähnlich sind wie das, was wir heute hier gemacht haben. Und da möchte man aber die Rechnung auch ein bisschen schön formatiert ausgeben. Das machen dann die Jungs. Danke ich für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Jetzt die ganzen Dinger hier schließen. In der richtigen Reihenfolge. Fangen wir mit Camtasia an. Stopp. Herz allerliebst. Beides so. Und herzlich willkommen.